Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu On The Road, den Truck Simulator. Und ja, kontroverse Nachrichten kamen ja im laufenden Band über dieses Spiel, welches nun besser ist, der ETS oder On The Road. Ich möchte nur eins sagen, das ist erstmal alles eine Early Access. Wir können natürlich dann rummeckern, wenn es dann irgendwann mal draußen ist, aber jetzt ist es eine Vorabversion. Ich zeige euch das. Und jeder kann dann selbst entscheiden, ob er sich dieses Spiel holt oder nicht. Aber ihr habt auch geschrieben, es kam ein neues Update. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Am 24. Mai kam das Update der Version 0.6.0. Und das beinhaltet den Sound. Eine wesentliche Sache, ja, das war alles nur ein Platzhalter. Und jetzt hat man einen neuen Sound vom MAN Euro 6 hier implementiert, sowie auch der ganzen KI-Fahrzeuge. Das war jetzt erstmal ein wesentlicher Fakt. Des Weiteren hat man auch die Physik vom LKW sowie den Anhänger noch ein bisschen überarbeitet. Ja, obwohl ich gerade eben getestet habe, manchmal gibt es ja auf der Straße so leichte, unsichtbare Huckel und da verfängt er sich so ein bisschen. Das, was ich auch noch gesagt habe, ist das mit dem Blinken. Dass er jetzt automatisch wieder zurück oder ausrastet aus der Rastfunktion. Das hat man noch gemacht. Des Weiteren, die Schatten wurden jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet. Für Leute, die eventuell auch einen schlechteren PC haben, da wurde es mit der Prozessor, ja, gab es immer wieder Überlastungen. Das hat man gemacht. Und am Lenkrad, da merkt man jetzt richtig schön einen Widerstand vom Lenkrad. Ja. Weil es hat sich vorher erst so angefühlt, ja, schön direkt, so wie beim Fernbus-Simulator, aber man hat beim Lenkrad nie gemerkt, dass hier ein Widerstand ist. Und der ist jetzt wirklich schön zu merken, muss ich ehrlich sagen, funktioniert. Und der Fernbus-Simulator hat eine ganz andere Engine wie hier, weil hier wird die Unity-Engine genommen und beim Fernbus-Simulator war es die Unreal Engine 4 sogar. Ja, es hat natürlich irgendwo, weil es alles noch sehr, sehr schlicht und einfach hier draußen aussieht, so ein bisschen was davon, ne? Aber ja, gut, alles klar. Das hat man auf jeden Fall noch geändert, sowie die KI noch ein bisschen. Obwohl, ab und zu habe ich es jetzt auch gesehen, dass die, ja, an Kreuzungen sich noch ein bisschen verhasteln, ne? So, dann gab es noch 4 Sprachen, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch kam noch dazu. Aber lange Rede, gar keinen Sinn, ich werde den LKW jetzt einfach mal anmachen. Licht an. Und ich hoffe, ihr hört da ein bisschen was. Ich gehe jetzt mal raus. Gut, der ist jetzt im Leerlauf, der hat jetzt keinen Gang drinnen, ne? Ich hoffe, ihr hört das ein bisschen. So, ich blinke jetzt einfach mal. Sage, dass ich jetzt einfach mal losfahren will. Und jetzt ist der Blinker wieder aus. Also so hundertprozentig mit dem Blinker funktioniert das noch nicht, muss ich sagen. So. So, jetzt ist er aus. Also, ab und zu funktioniert das, manchmal nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon eine Sache, die gehört einfach in so ein Spiel rein. Ja, und sie haben das umgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie das aus meinem Video dann irgendwie rausgenommen haben oder es einfach selber von sich aus. Oder die Community ist ja sehr, sehr, ja, hart zu diesem Spiel. Muss ich ehrlich sagen, es ist ein Early Access Spiel. Bitte habt einfach noch ein bisschen Geduld. Ich habe jetzt so nichts vom Entwickler, dass sie sagen, hey, das ist jetzt hier von mir oder von denen irgendwie gesponsert oder sonstige Sachen. Nein, das ist, wie gesagt, alles noch Early Access, ne? So, wir fahren jetzt. Wir haben eine kleine Tour hier und die werden wir jetzt auch abgeben. Und ich finde den Sound eigentlich ganz gut. Klar ist es hier noch leer und das Spiel hat auch gewisse Vorteile, ne? Also die Städte sind auf jeden Fall
schon mal richtig herrlich, wenn die jetzt noch überall noch Passanten hinmachen, ja. Es kommt aber immer darauf an, hoffentlich machen die es dann auch so, dass Leute, die einen schwächeren Rechner haben, die dann ausschalten können. Hier die Spiegel, dass die halt noch ein bisschen besser sind, halt für die Leute, die wirklich mehrere oder einen guten Rechner haben, eine gute Grafikkarte, aber so wie auch die Leute, die ein bisschen schlechteren Rechner haben, das eventuell spielen können. Wenn hier noch Edeltraut langläuft mit einem Hund oder hier irgendwo noch ein Auto steht, was kaputt ist und, ja. Also ein bisschen Leben hier reinbringen, könnte ich mir das auf jeden Fall als gute Alternative, wenn noch andere Brücken, Wechselbrücken und sowas dazu kommen. Und man will ja nicht hundertprozentig in die Richtung vom Euro-Truck-Simulator. Man will sich ja ein bisschen absetzen, dass der Euro-Truck-Simulator jetzt auch langsam auch mit so einer Anhänger hier ankommt, die ich jetzt hier habe, oder mit, ja, Schwerlasten und sonstige Sachen. Das ist natürlich ein wesentlicher Schritt, ne? Das wird von der Community verlangt und jetzt haben sie ja jahrelang gebraucht, weil dieses Spiel so gefragt ist. Die Engine vom Euro Truck Simulator so umzubauen, dass sie es auch kann. Ja, das konnte die Engine im Vorfeld eben nicht, ne? So, hier ran. Ja, manchmal will er mir hier irgendwas erzählen, hier, wenn ich blinke. Waren. So. Wir schauen mal. Natürlich könnten wir jetzt rüberfahren, weil hier ist ja niemand, der über die Straße gehen könnte, ne? Und rückwärts einparken werde ich irgendwann, wenn das Spiel vielleicht mal fertig ist, machen. Ach, wir haben grün, dann können wir doch fahren. Ja, so, jetzt ist der Blinker aus, weil ich ein bisschen nach rechts gelenkt habe. Na gut, selbst schuld, ne? Schön gemütlich fahren, nicht so lang rasen. Auch wurde noch irgendwie verändert, dass der Anhänger manchmal beim Zurücksetzen, so wie ich das gelesen habe, oh, wir müssen hier raus, der nicht gerade gestanden hat, sondern irgendwie so schräg. Ja, der Motor hat natürlich immer noch, oder der LKW hat immer noch so einen kleinen Motorschaden hier, ne? So, fahren wir mal hier langsam rein. Ja, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, hier einfach mal so mal ein paar Touren zu machen. Ich wollte euch nur sagen, es ist wieder was Neues gekommen. Warum ich jetzt hier meine Mauszeiger nicht sehen konnte, weiß ich auch nicht. Und so, wir stellen jetzt den LKW mal hier ab. Und dann fühlt er sich auf jeden Fall wohl hier. Muss ich sagen, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier so hinten mit den Häusern. Man kann da schon erkennen, dass es Hamburg ist, ne? Also so ist es ja nicht, ne? Ja, man kann das schon erkennen, dass es Hamburg ist, muss ich sagen. Ja. Hier schön. Also ich muss sagen. Ah, so. So. Aus ist er. Hört sich auch gut an, wenn er ausgeht, ja. Also am Sound haben sie auf jeden Fall eine schöne Sache. Haben sie gut umgesetzt. Zum Anfang jetzt. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen Arbeit reinkommen, um den Sound noch hundertprozentig umzusetzen. Und geben wir dem Spiel einfach mal eine Chance. Warten wir erstmal ab. Und wenn es denn wirklich draußen ist und sieht immer noch so aus, dann könnt ihr immer noch meckern, ne? Also mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.